Gegner ist der Kollege Glaube. Was der Spaß nicht abreißt. So muss es sein. Frau Präsidentin, verehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Ministerpräsident, in Berlin wollen Sie in der Champions League spielen. In Berlin verkünden Sie, was Sie und Ihre Partei alles Großes leisten. Schauen wir doch an, was Sie bei Bürokratie und Mindestlohn alles für Mittelstand und Handwerk angerichtet haben. Schauen wir doch an, was Sie hinterlassen haben im Bund, in Bayern, in der Mautfrage. Und jetzt kommt ein Thema Energiewende. Und im Juni 2011 standen Sie an diesem Rednerpult. Es war nach Fukushima und Sie haben damals, und das werde ich auch immer wieder anführen, Sie haben gesagt, alle Ministerpräsidenten in Deutschland müssen sich an Ihnen messen, an Ihrer Partei. Sie werden die Champions League holen in der Energiewende. Und wo stehen wir? Wir stehen im schlechten Mittelfeld in Bayern und das haben wir Ihrer Politik und der Politik der CSU zu verdanken. Und woher kommt es? Es kommt von einer Haltung, die über Jahre hinweg sich bei Ihnen eingeprägt hat. Sie wollen nicht Energiewende. Und, wie vielleicht da die Kollegin gesagt hat, Sie können nicht Energiewende. Das ist Ihr Problem. Und wenn wir Woche für Woche Ihnen Anträge, vernünftige Anträge und noch so vernünftig erklärt, Sie wollen sie nicht verstehen. Manchmal ist es vielleicht auch die Arroganz der Macht zu sagen, das kommt von der Opposition, das will ich nicht zustimmen. Ich glaube, den bayerischen Bürgerinnen und Bürger, die haben satt, Woche für Woche ihre Sonntagsreden sich anzuhören und kein Engagement für die Energiewende für Bayern. Und schauen Sie sich die Themen an, die auf dem Tisch liegen. KWK-Kopplung angesprochen. Warum lehnen Sie KWK-Kopplung denn ab? Ist völlig unverständlich. Wirkungsgrad 90%, bis zu 90% in der CSU kein Engagement für KWK-Kopplung. Was hören wir heute jetzt von der Wirtschaftsministerin? 10.000 Häuserprogramm. Ich weiß nicht, wie oft ich es erklärt habe. Sie können gern 10.000 Häuserprogramme machen. Sie können tolle Bändchen durchschneiden. Sie werden wunderbare Broschüren drucken. Sie werden Geld ausgeben. 1.000 Euro geben Sie jetzt in Zukunft für die Sanierung einer Heizung aus. Sie werden viel Geld ausgeben für die Gebäudeautomatisierung. Für Gebäudeautomatisierung, wo Sie den Grenznutzen sich teuer erkaufen. Wie oft muss man Ihnen noch erklären? Einfach Gebäude dämmen, 8.000 staatliche Gebäude. Einfach Wärme dämmen, gibt kein Bändchen, gibt keine Broschüre, gibt aber den höchsten Energieeffizienz. Aber Sie wollen es nicht verstehen. Und Sie werden es nicht verstehen. Sie haben Marcel Huber damals aus der Staatskanzlei gewechselt in Umweltministerium, das damals Ihr geliebtes Thema war, der Wasserkrafterlass und der Wasserkraftausbau. Vier Jahre Schweigen. Kein Wasserkrafterlass, kein Wasserkraftausbau. Von Ihnen nichts zu hören. Was ist bezüglich auf Bundesebene mit einem ambitionierten Emissionshandel? Angesprochen, ja, Bayern. Wir müssen unsere bayerischen Gaskraftwerke bei Ihnen, Herr Ministerpräsident, vor der Haustür. Sie wollen so gern Ihr modernes Gaskraftwerk am Netz haben. Ja, dann sorgen Sie doch dafür, einen Rahmen zu schaffen, dass der Emissionshandel funktioniert. Schaffen Sie so einen Rahmen, dass wir hochmoderne Kraftwerke ans Netz bekommen. Kein Engagement, Sie wollen es nicht. Das Nächste. Keine Ahnung, doch Ahnung. Keine Ahnung, würde ich sagen. Okay. Sie haben, Herr Ministerpräsident, die CSU ist seit 40 Jahren verantwortlich für die Atompolitik hier in Bayern. Eine Politik, die für mich völlig unverständlich ist. In der Kommunalpolitik würden Sie mit solchen Reden, wie sie momentan vollzogen werden, nie im Leben zurechtkommen. Sie würden gnadenlos als kommunaler Bürgermeisterin, Bürgermeister abgewählt werden. Und ich sage Ihnen auch warum. Stellen Sie Ihrem Oberbürgermeister den Antrag, dass Sie gerne ein Wohnhaus bauen würden. Er wird Ihnen sagen, Herr Ministerpräsident, Sie dürfen gerne in Ingolstadt bauen, wenn Sie Ihr Abwasser entsorgen können. Aber wenn Sie es nicht entsorgen können, wird er Ihnen keine Baugenehmigung erteilen. Die CSU hier in Bayern, 40 Jahre regierend mit Atomkraft, Sie haben nie eine Regelung dafür geschaffen, was mit dem atomaren Müll passiert. Die bayerischen Bürger zahlen jetzt die Zeche dafür, dass sie 40 Jahre lang nicht bereit waren, dieses Thema nur annähernd anzugehen. Und Ihren Bauantrag,
Ihren Bauantrag mit der Abwasserentsorgung, den hätten Sie nicht bekommen. Was Sie für kommenden Generationen an strahlenden Müll hinterlassen haben, das bin ich gespannt, wie Sie das in Zukunft erklären wollen. Und Sie wollen keine Bürgerenergiewende, Sie wollen keine regionale Energiewende, Sie wollen keine dezentrale Energiewende. Und jetzt die Spitze, Sie werden im Bund beschließen, dass es Ausschreibungsmodelle gibt. Das wird den Rest der Bürgerenergiewende zum Erliegen bringen. Was Sie mit 10H begonnen haben, werden Sie jetzt halt mit dem Ausschreibungsmodell zu Ende bringen. Mit Ihnen wird nie Bayern Spitzenreiter in der Energiewende.